Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 150 des Trailrunning Podcast. Heute ist wieder mit mir dabei die Franzi. Hi Franzi. Hi Sascha. Hi. Wenn ihr euch jetzt da draußen wundert, warum zur Hölle ist das die 150, mir fehlen noch drei Episoden, die ihr noch nicht im Podcatcher habt, dann ist das so, weil ich die noch zurückgehalten habe quasi. Ich war ein bisschen fleißig die letzten zwei, drei Wochen. Ich habe quasi jetzt bis Ende März alle Episoden aufgenommen und die hier schieben wir dazwischen, weil wir hier ja nicht so lange warten wollen. Ja, und weil wir vor allen Dingen uns auch schon so lange nicht mehr gehört haben, ne? Ja, das auch, genau. Wir haben uns gehört das letzte Mal zur Geburtstagsepisode. Das war ja aber keine richtige Franzi- und Muggi-Episode, sondern da bist du mir zur Seite gestanden beim Geburtstag feiern. Sondern die letzte reguläre Episode war Anfang Dezember. Das ist schon eine ganze Weile her. Ja, es hat sich einiges getan seitdem, beziehungsweise ihr seid einem Ziel näher gekommen, einer Startlinie näher gekommen. Ja. Ihr hattet geplant, am 30.04. die Harzquerung zu laufen. Genau, also haben wir immer noch geplant. Mhm, genau, und jetzt sind wir zwei Monate später. Bisher ist auch noch nicht abgesagt oder so, also wir schauen, genau. Ansonsten denke ich, wenn das doch alles von der Planung her virtuell stattfinden soll, dann machen wir das halt virtuell den Tag. Dann ist das halt so. Ja, aber Ende April könnte schon was werden, ne? Ich hoffe auch. Sieht ja gerade gut aus, dass es vielleicht wieder in die Richtung geht, genau. Genau, also wollen wir uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was ihr jetzt die letzten zweieinhalb Monate gemacht habt, trainingstechnisch, ne? Was ihr vielleicht noch die nächsten zwei Monate vorhabt. Und genau, und so ein bisschen die Aussicht auf das Rest. Stimmt, ist ja schon wieder Mitte Februar. Es sind ja jetzt nur noch gut zwei Monate und dann ist ja schon wieder Tappern. Ach Gott. Ja, ist quasi schon fast wieder Pause. Ja, nee, jetzt geht es eigentlich so langsam in die Vollen, ja. Obwohl, ja, alles. Es sind ja nur 50 Kilometer zum Glück. Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Ja, bevor wir da einsteigen, wir haben auch Feedback bekommen, das möchte ich gerade mal eben hier mit anbringen. Ich habe über ganz lustiger Weg über Instagram, über den Endurance Talk Podcast, habe ich eine Nachricht bekommen von Silke. Und sie hat sich bedankt für den Endurance Talk. Sie war das erste Mal live dabei, hat sich das erste Mal live zugehört. Und dann sind wir dann natürlich auch irgendwie auf diesen Podcast hier gekommen, auf den Trailrunning Podcast. Und dass sie den jetzt auch schon eine Weile hört und wie sie schreibt, so ein kleiner Monk ist und die Podcasts immer von Anfang an hört. Mein Beileid. Die ersten Episoden waren, naja gut, sehr gewöhnungsbedürftig. Und sie ist jetzt endlich Anfang 2021 angekommen. Sprich, bei dir und bei Muggi. Und das war dann auch so der Grund, warum sie den Podcast gesucht oder beziehungsweise gefunden hat. Sie wollte nämlich einen Trailrunning-Podcast mit Hund. Und das haben wir ja hier. Da genau. Sind wir. Genau. Lass mal kurz gucken. Das Witzige ist, Franzi wohnt direkt bei mir um die Ecke. Vielleicht habt ihr euch sogar schon mal gesehen beim Laufen, wer weiß das schon. So, ich muss sagen, so viele, ganz selten mal wirklich jemand, der auch mit Hund joggen geht, ja. Aber ja, ansonsten kann sie mich auch gerne anschreiben, also können uns auch gerne privat austauschen, so ist nicht. Ja, finde ich ja gut. Genau, Pepsi heißt ihr Hund. Ganz einfach mal. Wenn du irgendeinen fremden Hund draußen siehst, rufst ihn einfach mal. Das, was man nicht machen sollte, einfach mal fremde Hunde heranrufen. Und sie läuft auch mit Hund, macht Trailrunning, oder? So wie ich das hier rausgelesen habe, ja. Ja. Okay. Genau. Cool. Also Silke, melde dich ruhig bei mir. So klein ist die Welt. Wenn du hier um die Ecke bist, genau, dann können wir auch gern uns da austauschen oder vielleicht mal zusammen trailen gehen.
weil gerade hier in der Gegend dann die sich mal mit den Strecken auszutauschen und so ist auch immer ganz cool, wer wo läuft und wo man vielleicht ein paar Höhenmeter machen kann und so. Aber da können wir heute auch drüber reden, genau. Sehr gut, dann machen wir das auch gleich. Du warst aber noch Gast in einem anderen Podcast dazwischen. Genau, ich war bei der Laufmasche, die hat sich beteiligt an einem Projekt, frag mich, das weißt du wahrscheinlich besser, für Laufeinsteiger. Und wir haben eine spezielle Folge gemacht für Laufeinsteigerinnen, genau, und Wiedereinsteigerinnen. Was ist alles zu beachten, genau, was gibt es da so für Themen, die speziell Frauen umtreiben beim Laufen? Ja, das ist die Laufeinsteiger-Willkommen-Serie vom Harle Runner, wo wir uns viele Podcaster sich mit ja, dran beteiligt haben. Der Laufroll-Podcast, der Über das Laufen-Podcast, der Running-Podcast, der Was-Läuft-Podcast und eben wir, also wir hier und du bei der Laufmasche. Die Laufmasche war nämlich dann auch mit dabei. War ganz lustig und war auch ganz typisch. Wir haben ja hier unsere super geheime WhatsApp-Podcaster- und Blogger-Gruppe und haben uns so ausgetauscht und ja, super, wir machen was für Laufeinsteiger zum Anfang des Jahres und alle total begeistert gewesen. Und dann hat einer der Kollegen irgendwann eine Rückfrage bekommen, ja, wie sieht's denn aus mit dem passenden Lauf-BH? Und dann ist uns sieben oder acht Kerlen plötzlich klar geworden, ja, da fehlt was. Wir können ja gar nichts zu sagen. Ja, und dann ging das panische Brainstorm los. Wer kennt Frauen? Wer kennt Frauen, die laufen? und jeder kannte natürlich irgendjemanden. und genau, und dann haben wir euch da irgendwie zusammengeworfen. Die Laufmasche hat euch dann, glaube ich, angeschrieben. Genau. Die Nicola und die Schwester von Martin und Volker, deren Namen ich jetzt leider gerade vergessen habe. Oh, verdammt. Ich habe ein super Zahlengedächtnis, aber kein gutes Namensgedächtnis. Jana heißt sie, glaube ich. Ich glaube, so war das. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich habe auch ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Ich kann mir Gesichter merken, ich habe das Gesicht vor Augen, aber ich kann mir ganz schlecht Namen merken. Ja, das Gesicht, ich habe eine Gruppe und da sage ich dir gleich, Jana, du hast recht. Sehr gut. Dann gibt es also eine zweite ultrageheime Podcaster-Gruppe. Sehr gut. Ja, genau. Und ihr habt euch da in der Episode 83 eben über die Besonderheiten unterhalten, die Dinge, die euch von uns unterscheidet, also euch Frauen von uns Männern beim Laufen. Weil dieses klassische Beispiel mit, was ist mit einem Lauf-BH? Ich meine, das ist sehr plakativ, aber das zeigt schon, dass es selbst bei der Bekleidung schon anfängt, anders zu werden, ne? Zwischen genau, Männern und Weibern. Genau, und das ist ja nach den Schuhen mit fast noch mit das wichtigste Bekleidungsstück als Frau, weil wenn das nicht passt, dann hast du auch verloren, ja. Dann macht Laufen auch keinen Spaß. Also eine Hose und ein T-Shirt oder so schnell gefunden, aber das, was wirklich Halt geben muss oder nicht scheuern darf und so weiter, das sind ja vor allen Dingen die Schuhe und dann die Sachen, die beim Laufen vielleicht stören könnten, festzuhalten. Ja. Genau. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ich verlinke die Episode hier unten. Das war dann auch quasi noch nicht ganz die Abschlussfolge für diese Laufeinsteiger-Serie. Wir wollten das noch einmal im Endurance. Ja, ich will aber dazu sagen, es ging natürlich nicht nur um BHs, es ging auch um Hormone, um Schwangerschaft, Schwangerschaft während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, also viele Frauenthemen, Zeitplanung, wie macht man das, Zeitmanagement mit Kindern und so weiter, ja. Pinke Schuhe, darum ging es auch. Pinke Schuhe. Genau. ist aber ganz spannend, fand ich daran. Also ich würde auch in pinken Schuhen rumlaufen, mir wäre das relativ egal, weil einmal im Matsch, dann sind die braun, dann ist das wurscht, aber das sieht man ja auch tatsächlich, ist auch wieder so ein plakatives Beispiel, wenn man Frauenmode sich anguckt, ich habe ja selber drei Mädchen und ganz viel davon ist einfach immer rosa und pink, was ich ganz furchtbar finde, nur eine von drei. Kriege ich zum Beispiel gar nicht so mit, das ist wahrscheinlich wirklich, wo man einkaufen geht oder was man so dafür Vorstellungen hat, also wenn man so seine Läden hat, die man regelmäßig besucht oder seine Marken, dann habe ich wahrscheinlich schon sehr früh ausgeblendet, dass das so, also habe ich weder bei den Sportklamotten noch bei meinen Kindern
so im Kopf. Ja, aber wie gesagt, gerade wenn die kleiner sind und man nicht so spezielle Marken hat, wo man eh die Basics kriegt, auch in gesetzten, in dunklen Farben und so, Ja. dann kriegt man das noch mehr mit. Ja. Genau, gerade wenn es so Motivshirts geht für kleine Kinder, ne, das sind die für Mädels immer rosa, das sind immer Pferde drauf und Einhörner und diese typische rosa-blau-Falle. Und das zieht sich auch so ein bisschen in die Laufschuhe, in die Laufbekleidung. Und darüber, ich habe euch auch unterhalten. Und lustigerweise, ich habe es gar nicht mehr ganz im Kopf, aber ihr wart ja zu viert und irgendwie, ich glaube, keine von euch mochte rosa Schuhe oder wie war das? Irgendwie so. Also mir ist es auch relativ egal. Ich habe mich da rausgehalten. Ich ziehe eigentlich auch alle Farben an. Da bin ich nur klamottenmäßig, würde ich jetzt nicht unbedingt komplett in rosa rumlaufen. Ich habe aber durchaus auch Sachen, die also da bin ich auch relativ schmerzfrei. Sehr gut. Auf jeden Fall könnt ihr da mal reinhören in die Episode und euch mal da vier Standpunkte mit anhören, vier unterschiedliche Meinungen und Bedürfnisse. Das fand ich auch gerade eben ganz spannend, ne? Dass man ja nicht nur unterteilen muss zwischen Männlein und Weiblein, sondern auch noch logischerweise auch noch zwischen einzelnen Frauentyp, ne? Körpergröße spielt eine ganz große Rolle, denke ich. Körpergröße, Gewicht, das haben wir Männer ja auch immer das Problem. Auch es gibt auch kleine Männer. Und das ist so die Sache, dass man einfach sich da auch ein bisschen gesehen fühlt, wenn man, ich sag mal, vielleicht ein bisschen von der Norm abweicht. Klingt jetzt blöd. Frauen weichen nicht von der Norm ab, weil die sind mal mindestens 50% der Es gibt Gesamtbevölkerung. keinen Standard, Es genau. gibt keinen Also, Standard, genau. ja. So ist das. Ja, da warst du drin. Das war die Episode, genau. Dann habe ich noch zwei Episoden, die demnächst noch online gehen. Und zwar nach dieser Episode, die hier ist geplant für den 17.02. Am 24.02. besucht uns der Felix Weber wieder. Den hatte ich schon mal, das ist der Triathlet. Das letzte Mal habe ich den in Dänemark erwischt, als er in Sheltern geschlafen hat. Und also der lebt einfach sehr, sehr minimal draußen. Und läuft und fährt mit dem Fahrrad zu seinen Laufveranstaltungen, tut was für die Umwelt, indem er einfach möglichst wenig Sachen verbraucht, eher mit der Umwelt lebt. Und der war jetzt erst aktuell wieder im Harz unterwegs. Weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Da gibt es ja diese Wandernadel im Harz, die Harzer Wandernadel, 222 Habe ich auch Stempelstellen. hier, ja. Genau. Also ich habe noch nicht wir haben das Stempelbuch, genau, wir wollten das immer gern mal machen, aber irgendwie, immer wenn man Harz fährt, vergessen wir das. Genau, und da war der Felix unterwegs im Dezember letzten Jahres und hat alle 222 Stempelstellen eingesammelt in einem Anlauf, irgendwas über 1000 Kilometer. Krass. Im Dezember im Harz und er hat immer draußen geschlafen. Darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten, über diese sehr, sehr, ich will nicht sagen verrückte Lebensweise, aber sehr alternative Lebensweise. Ja. War wieder ein sehr nettes Gespräch, auf jeden Fall, mit dem Felix. Und ich bin froh, dass er ein zweites Mal da war. Erwischt habe ich ihn da zu dem Zeitpunkt übrigens in Portugal, denn der ist nämlich dann vom Harz aus in 3 Wochen mit dem Fahrrad nach Portugal gefahren, um da an einem Wettkampf teilzunehmen, beziehungsweise den Winter im Süden zu verbringen oder wie auch immer. Sehr spannend, ja. Genau. Und eine Episode habe ich noch, da freue ich mich ganz, ganz riesig drauf. Das ist die 149. Da hatte ich nämlich die Anna Hahner im Gespräch. Die ja, ich weiß nicht, ob das so überraschend war, für mich schon, aber Trailrunnerin des Jahres 2021 geworden ist. Das Trail Magazin hat sie dazu gewählt. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachrecherchiert und siehe da, die Anna Hahner war 2021 sehr, sehr untriebig auf den Trails und hat diverse Wettkämpfe da gelaufen und gewonnen. Und ja, wir haben uns einfach so ein bisschen darüber unterhalten, wie es denn so kam, dass sie auf die Trails jetzt erstmal gewechselt ist und ob sie da bleiben wird. Ja, könnt ihr auch mal reinhören. Die Episode kommt am 10.3. Genau. Und deswegen stimmen die Nummern nicht mehr. Aber das ist ja wurscht. Ja, das war so mein Feedback-Teil. Feedback und Hausmeisterei. Und Aussicht, genau, auf Und andere Aussicht. Genau. Folgen. Ja. Ihr habt euch angemeldet für die Harzquerung. Ja, genau. Also, was heißt angemeldet? Ich habe einen Startplatz bekommen, genau. Von einer über drei Ecken Bekanntschaft, Laufbekanntschaft, der wusste, dass die nicht antreten kann und die hat mir dann ihren Startplatz
überschrieben. Genau, das war glücklicher Zufall, weil die ist ausgebucht, die Harzquerung. Und ich hatte ja letzten Winter geguckt, welche Veranstaltungen gibt es so im Frühjahr, wo man mit Hund starten kann, und auch zwei, drei Veranstalter angeschrieben. Und die Harzquerung hat einfach am besten gepasst vom Termin. Wir müssen immer ein bisschen gucken, welche Wochenenden sind die Kinder außer Haus. Ich du kennst das ja auch, Patchwork, genau, wo man dann gut solche Sachen auch machen kann, weil dann ja meistens am bequemsten ist, wenn man eine Übernachtung wenigstens vor Ort hat. Dass man halt nicht, also in Harz geht ja immer noch mit 3 Stunden Anfahrt, aber da müssten wir halt auch um 5 oder so hier losfahren morgens und werden dann abends wieder zu Hause, und deswegen halt dann über eine Nacht dann vor Ort und ja, ist entspannter. Ausschlafen und dann, genau. Tja, da müsstet ihr jetzt auch drauf trainieren. Sprich, ihr habt jetzt so langsam mit angefangen, denke ich, ne? Genau. Wenn man sich die Bilder anschaut, werden eure Leute, glaube ich, länger. Ich bin ja auch tatsächlich sogar schon mal gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr genau wann, 2017 oder so, 2016, keine Ahnung, irgendwann in dem Zeitraum, bin ich die 50 Kilometer auch schon mal gelaufen und weiß so ein bisschen, genau, was mich erwartet. Mhm. Und weiß auch, also es sind nicht ganz so viele Höhenmeter, es ist halt Mittelgebirge, das heißt, ich muss nicht ganz so intensiv wie wenn ich jetzt einen alpinen Trail 50 Kilometer mit knapp 3000 Höhenmeter vor mir habe, muss ich halt anders trainieren wie jetzt für einen Mittelgebirgs-Trail mit gut 1000 Höhenmetern. Genau. Hm. Das lässt sich deutlich einfacher gestalten, gerade jetzt, wenn es im Frühjahr ist. Die alpinen Geschichten kann man eigentlich fast nur im Sommer trainieren. Ja. In den höheren Lagen, ja. Genau, wir haben jetzt angefangen. Das heißt, wir haben jetzt angefangen, ein bisschen unsere Laufumfänge wieder zu erhöhen, die Strecken ein bisschen länger zu machen. Also ich bin ja letztes Jahr nach dem Mauerweglauf dann nur noch den Berlin-Marathon gelaufen, ohne auch dazwischen noch mal länger zu trainieren. Auch danach habe ich mein Training auf, glaube ich, bis zu 15 Kilometer mal ab und zu und meistens kürzer und fast immer mit Muggi. Also was heißt fast immer? Eigentlich immer mit Muggi. Die ist immer mitgekommen. Und wir haben dann jetzt zum Ende des Jahres, über Weihnachten, glaube ich, ging das so los, dass wir jetzt wieder angefangen haben, die Strecken ein bisschen länger zu machen und seit 3 Wochen auch wieder Höhenmeter mit einzubauen. Genau. Also das brauche ich ja immer, dass ich ein paar Höhenmeter habe. Viele laufen ja auch solche Sachen aus dem Stand ohne. Also Berliner kenne ich, die auch keine Höhenmeter trainieren und nur die Strecke machen und auch gut durchkommen. Aber da ich halt so bergauf mal sehr, also das fällt mir einfach schwer, muss ich das immer ein bisschen trainieren dann mit. Also ein bisschen wellig, ein bisschen so ungefähr die Höhenmeter, die ich dann auch im Lauf drin habe, ungefähr hier auch zu machen und vielleicht einmal die Woche, das habe ich jetzt die letzten beiden Wochen gemacht, hier an den Hausberg zu gehen und den ein paar Mal hoch und runter zu laufen. Genau. Ja. Also damit haben wir jetzt angefangen. Ich laufe, also ich glaube, diese Woche morgen gehen wir nochmal laufen, komme ich das erste Mal auch wieder gut über 50 Kilometer. In der Woche, die Wochen davor hatte ich immer so um die 40. Genau. Hm. Im Dezember, glaube ich, bin ich vielleicht maximal 30, 35 Kilometer in der Woche gelaufen. Also eher weniger als mehr. Einfach weil der Körper ja auch die Erholung braucht nach so einem anstrengenden Jahr. Also bin, glaube ich, letztes Jahr über 2400 Kilometer insgesamt gelaufen. Und die waren fast alle bis zum September. Also danach waren es vielleicht noch 300 Kilometer auf die letzten 3 Monate aufgeteilt. Genau, weil der Körper braucht das zwischendurch, dann ein bisschen zu regenerieren, und dann jetzt fangen wir halt wieder an, ein bisschen zu steigern, ja. Mal gucken. Auch gerade das harte Training, also war im wahrsten Sinne des Wortes das harte Training für den Mauerweg, ne? Keine Trails, sondern Nur Asphalt, ja. Also Trails nur in dem Sinne flach, weil ich ja hinten, wenn ich hinten rauslaufe aus der Stadt, auch viel Feldweg habe, aber es ist ja nicht wirklich Trail, also nicht wie wenn man trainiert, weil man einen alpinen Ultratrail machen will, wo man ja wirklich auch das Technische ein bisschen üben muss und so. Mhm. Das brauche ich weder für einen Mittelgebirgstrail, dass ich groß technisch übe, das ist einfach die Erfahrung, die man ja auch mit den Jahren macht. Das kann man ja dann einfach, aber alles, was so ins Hochgebirge reingeht,
Das muss man immer mal wieder auffrischen, weil die Unsicherheiten dann einfach da sind, wenn man vor so einem steilen Abhang steht und hinunter will. Also hoch kommt man ja eh immer, aber das runter ja vor allen Dingen, sich dann auch wieder zu trauen, sich einfach, es einfach laufen zu lassen und da die Schritte richtig zu finden und so, das finde ich, das muss man immer schon ein paar Mal geübt haben, damit es dann auch wieder richtig läuft bei der eigentlichen Veranstaltung. Ja, braucht man auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit, ja. Das stimmt voll. Und das bekommt man durch Übung. Ja. Genau, und wenn man dann noch einen Hund dran hat, an der Hüfte, genau, mit der muss man ja auch üben. Also, dass sie dann eben nicht vorzurennen hat, nicht ziehen darf in dem Moment, wenn es sehr steil runtergeht, sondern bei einem bleiben muss und so. Das sind alles Sachen, die wir jetzt auch anfangen zu üben und die wir auch schon letztes Jahr in den Bergen geübt haben. Also, wir waren ja letztes Jahr ein paar Mal, also nicht oft, aber in den Alpen und wo sie dann auch lernen musste, genau, auf den technisch schwierigen Stellen hat sie hinter einem zu laufen oder genau. Hat nicht zu ziehen, haben da ein paar Befehle jetzt, damit sie so wie warte und so, damit sie weiß, oh, jetzt, genau. Ja, das kann man nicht brauchen, ne? Wenn man gerade einen Schritt macht und keinen stabilen Stand auf dem Boden hat, dass der Hund dann zieht, weil er einen Absatz runterspringt oder so, ne? Ich meine, er meint es ja nicht böse, sondern er versucht einfach genauso wie du, so schnell und so einfach wie möglich da runterzukommen. Das ist genau diese Absätze und Treppen, dann nehmen die gleich mehrere auf einmal, weil sie ja auch die Sicherheit haben wollen und dann kriegst du halt den Ruck und dann muss klar sein, dass sie in dem Moment hinter dir zu bleiben hat, ja. Genau, richtig, ja. Genau, aber auch auf flacheren Strecken, dass er dann weiß, jetzt darf ich aber. Also genau diese Waage zu haben, wann darf sie mal ein bisschen vorlaufen und vielleicht auch mal ziehen und wenn sie da gerade Lust drauf hat und wann eben nicht. Jetzt hast du ja schon angesprochen die Sache mit der Leine. Ich meine, ihr seid vorher relativ viel ohne Leine in den Feldern gelaufen, ne? Weil das einfach so spielerisch, als ihr noch ein bisschen jünger war. Und jetzt fangt ihr an, mit Leine zu trainieren oder habt ihr schon begonnen? Genau, also wir hatten schon ziemlich früh angefangen. Ich glaube, das erste Mal alleine ist schon mit einem halben Jahr gelaufen. Da hatte ich noch so ein Übergangsgeschirr, weil sie da ja noch gewachsen ist. Einfach zum Ausprobieren. Und da haben wir aber mit 500 Metern angefangen und dann mal einen Kilometer, als sie dann so ein Dreivierteljahr alt war und dann auch mal einen Kilometer an der Stelle und dann einen Kilometer auf dem Rückweg. Und dann erst, als er so ein gutes Jahr alt war, so mit 15 Monaten, haben wir dann auch mal ein bisschen länger an der Leine gelaufen. Aber dass sie jetzt durchgehend an der Leine läuft, das haben wir, glaube ich, jetzt erst im neuen Jahr, genau. Jetzt ist er ja 20 Monate alt, also nachdem sie 18 Monate alt war, dann auch. Das haben wir jetzt zweimal gemacht, einmal auf einer 18 Kilometer Strecke, einmal jetzt auf einer 20 Kilometer Strecke, wo sie halt zwischendurch dann gar nicht abgemacht wird, sondern an der Leine bleibt. Das machen wir jetzt nicht bei jedem Training, weil sie soll ja auch ein bisschen Spaß haben. Und das ist für sie ja auch sehr anstrengend, wenn sie durchgehend an der Leine laufen muss. Aber einmal in der Woche gucken wir jetzt, dass wir das beim langen Training mit einbauen, ja. Merkst du da Unterschiede nach der Einheit, ob sie an der Leine war oder nicht, wenn du sagst, das ist anstrengend? Ich merke es bei der Einheit. Sie fängt halt also so nach anderthalb Stunden jetzt hatten wir das bei dem 20-Kilometer-Lauf, dass sie auch anfängt, ein bisschen unkonzentrierter zu werden und so. Also dann eher mal plötzlich ins Gebüsch hüpft und was schnuppern will, weil sie einfach vergisst, so, oh, ich muss ja auf Frauchen achten und neben ihr herlaufen. Da hat sie dann eher mal, dass man da merkt, es ist einfach für sie jetzt an der Stelle auch. Und das haben wir natürlich weniger, wenn sie ohne Leine läuft, weil sie da ja sich nicht ganz so viel auf mich konzentrieren muss, ja. Okay, ja. Ja, dann ist wirklich Arbeit angesagt an der Leine, ne? Ja. Genau, das ist Arbeit für den Hund. Genau, und da müssen wir auch mal schauen, genau, wie, also ich habe auch für die Harzquerung Support dabei, also mein Mann kommt mit, der Mogi übernehmen könnte, wenn ich merke, es geht halt nicht mehr für sie. Also wir werden ja jetzt im Training nicht mehr als 30, 35 Kilometer aber vorher laufen und wenn ich da merke ich denke, länger als 6 Stunden werden wir eh nicht brauchen, vielleicht mal 10 Minuten Pause zwischendurch machen, aber wenn ich halt merke, so nach 3 Stunden oder so, dass sie ist einfach nicht mehr, sie ist viel zu abgelenkt und kann sich nicht mehr auf mich konzentrieren, dann würde ich sie halt auch übergeben und alleine fertig laufen. Ja, okay, das haben wir schon mit eingeplant. Ja. Das ist ja für uns auch eine neue Erfahrung, genau, wie sie das macht und wie ihr das gefällt, ja. Ja, also ich hatte bei Bonnie die Erfahrung gemacht, die hat immer bis zum Schluss, die war da sehr,
Sehr, sehr konzentriert. Auch bis ganz zum Schluss hat sie eigentlich auch immer gezogen, ne? Hat sich nicht ablenken lassen. Grundsätzlich, klar, zwischendurch musste man es immer mal von der Leine machen, ne? Dass immer ein bisschen Pause macht man ja zwischendurch immer mal, ne? Jetzt weiß ich nicht, kommt im April, ist das Wetter auch schon gut, da kann man sich die vielleicht auch schon mal erlauben, ohne gleich einzufrieren irgendwo. Dass man einfach, wenn man mal Wasser sieht oder irgendwas zum Wälzen, irgendeinen Dreckhaufen zum Wälzen, ne? Keine Ahnung. Na, das darf aber dann gerne. Aber ach, Wasser aber auf nix. Jeden Fall. Ja. Ja. Nee, wälzen darf sie nicht, weil sie das vor allen Dingen gerne in Exkrementen macht. Ja. Das stimmt wohl, ja. Ja, nein, aber Wasser machen wir also auch jetzt den letzten. Also wir haben hier eine Trailstrecke, das ist der Havel-Höhenweg, wo ich regelmäßig mit ihr trainiere und da sind auch mehrere Wasserstellen unterwegs. Also da kann man auch runter zum Wasser laufen und sie unten kurz reinspringen lassen, gerade jetzt, wenn es wieder wärmer wird. Ja. Jetzt im Winter hat sie da mal einen Schluck getrunken, aber ist jetzt nicht unbedingt reingegangen. Ja, Ende April kann es auch schon ziemlich warm sein, ne? So, ja. Das kann schon mal passieren, richtig, ja. Wobei ich, wenn ich jetzt hier gerade rausgucke, jetzt ist auch gerade Frühling, aber es ist irgendwie noch sehr kalt. Ja, wir waren heute schon draußen, genau, mit den Hunden, anderthalb Stunden ein bisschen spazieren, weil die Sonne heute so schön da war. Ja, das erste Mal wieder seit so langem, wenn es so tagelang immer nur grau ist, man freut sich richtig, ja. Wenn die Sonne dann mal rauskommt. Ja. Ja, aber das habe ich halt, weiß ich auch gar nicht, wie das da ist auf der Strecke, ob da großartig Wasser mal zur Verfügung steht. Aber ich werde sie auf jeden Fall, wenn es sehr warm ist, dann zwischendurch auch nass machen. Also das haben wir uns ja schon. Da kann ich mir auch über den Support Unterstützung holen, dass ich sage, Wasser im Auto, dass wir sie einmal kurz feucht machen können, dann damit sie viel besser abkühlen kann, genau. Ja. Aber sie zieht ja auch so gut wie gar nicht. Also sie zieht mal ein Stück bergunter oder so, ein paar hundert Meter und dann hört sie wieder auf. Berghoch zieht sie eigentlich fast gar nicht. Hätte ich ja gerne. Aber das wollte ich jetzt auch nicht trainieren. Ich meine, sie wiegt 10 Kilo. Was soll sie denn da ziehen? Also, ja, stimmt wohl. Ne? Genau. Ja. Bonnie hatte immer ihre 35, das ist ein bisschen mehr Hund. Oder 30, 35 Kilo und das ist ein bisschen mehr. Die kann auch mal ziehen. Ja, das stimmt wohl. Und sie läuft halt einfach wirklich neben mir her oder ein Stück vor mir. Und achtet immer auf mich, dass er in meinem Tempo bleibt. Und das ist so ihr, genau, was er auch wirklich gut macht. Also, wo ich auch nicht den Eindruck habe, dass sie nach 2 Stunden sagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also, es gibt da so Hunde, die einfach stehen bleiben und sagen, so, jetzt reicht mir. Das würde sie, glaube ich, nicht machen. Also, die würde auch bis zum bitteren Ende bei mir bleiben. Und deswegen müssen wir das auf jeden Fall auch trainieren, weil ich meine, bei ihr ist ja auch gerade, sie ist ja jetzt noch nicht mal 2, sie wird im Mai 2 Jahre alt. Das ist ja gerade das Alter, wo es ja auch, wo sie ja erst das voll ausbilden, sich auch lange konzentrieren zu können und ja. So. Ja, meine Bordeaux-Doggen-Rüde hatte auch irgendwann mal keine Lust mehr zu laufen nach gefühlten 300 Metern bei unserem ersten Laufversuch. Ich hatte auch nicht vor, ihn wirklich lange mitzunehmen, sondern einfach nur so eine Runde und so ein bisschen schneller gehen, weil ich ja schon gesehen habe, ne, ist ein großer, schwerer Hund, der will mit Sicherheit nicht laufen. Aber nach 300 Metern wollte er dann tatsächlich gar nicht mehr laufen und hat mit seinen, was hat er damals gehabt, 50 Kilo, 55 Kilo, den Anker geworfen und hat sich auf den Boden gelegt. Ganz unvermittelt. Und ich bin weitergelaufen und ja. Unser Labrador war auch so nach 10 Kilometern, gerade wenn er an der Leine laufen musste, dann hat er mal angefangen, sich ziehen zu lassen. Also der hat sich wirklich nach hinten fallen lassen und hat so gezeigt, so ey, kein Bock mehr. Wenn er ohne Leine war, dann ging auch mal mehr. Obwohl er immer nicht so konzentriert bei einem geblieben ist. Also er ist auch mal gerne, wenn dann andere Hunde da waren, oh, ich gehe jetzt spielen und so. Deswegen war es immer ein bisschen besser an der Leine. Aber da hat man richtig gemerkt, so sobald die Leine dran war, hat er sich hinter sich. Und dann hat man gesagt, okay, dann kann ich jetzt auch aufhören, wenn ich jetzt noch den Hund immer noch mitziehen muss. Und die Leute gucken ja dann auch komisch, wenn man so einen Hund hinter sich herzieht, der gar keinen Bock mehr hat. Der arme Hund. Ja, genau. Die quälen ihren Hund, ja. Genau, und das ist bei Mugi ja, auch wenn sie freiläuft, ist sie ja immer ziemlich in meiner Nähe, außer sie riecht mal irgendwie was sie vielleicht gerne essen möchte. Dann guckt sie auch, dass sie einen Moment erwischt, wo ich unaufmerksam bin. Genau, und dann kann sie auch mal, beim letzten Laufen war, genau, da waren wir auch irgendwo in Brandenburg, in so einem Naturpark.
unterwegs und das war an so einem Kanal lang und da musste irgendein Maulwurf oder so gerochen haben. Also da war sie an so einem Hügel dran und dann habe ich sie, und dann blieb sie ewig hinter mir und dann habe ich sie rangepfiffen und dann kam sie auch, dann habe ich ihr ein Leckerli gegeben und dann ist sie umgedreht und wieder zurückgerannt. Also, Hat sich die Belohnung abgeholt. Genau, also da war irgendwie, das war dann halt interessanter. Das haben wir nicht oft, dass sie was interessanter findet als mich, aber es kann halt mal vorkommen, genau. Also was da auch, also das war jetzt nicht zu fressen, wie gesagt, das kommt auch mal vor. Bei Veranstaltungen muss er ja eh alleine bleiben, wenn wir halt irgendwo draußen sind, wo weit und breit niemand ist und so, dann lasse ich sie auch gerne mal ohne laufen. Und vor allen Dingen auch, wenn andere Hunde freilaufen. Wenn es eine Gegend ist, wo viele freilaufende Hunde sind, muss ich sie abmachen, weil wir ganz oft Probleme haben dann mit den freilaufenden Hunden, dass die auf uns zugerannt kommen. Und Mucki kommt damit ja gar nicht klar, wenn Hunde auf uns zugerannt kommen. Die kriegt ja so eine Angst und die will ja dann einfach ausweichen. Und dann springt sie mir in die Leine und ich muss den anderen Hund irgendwie versuchen abzuhalten, dass der zu uns rankommt. Teilweise haben wir das auch, dass die aggressiv werden, also dass die anfangen, uns anzubellen, weil wir halt joggen und nicht spazieren und sich da irgendwie bedroht fühlen. Also es ist schon, und dann mache ich sie lieber ab, weil dann macht sie ihren eigenen Bogen und geht dem selber aus dem Weg, als wenn sie halt bei mir dranbleiben muss und dem nicht aus dem Weg gehen kann. Ja, das ist die bessere Variante, ne? Ja. Und bei so einer Laufveranstaltung müssen die ja eh alle an der Leine bleiben. Also wenn wir da mal jemanden überholen oder so, das kann sie gut. Also das hat sie auch mittlerweile festgestellt, mitgekriegt, dass wenn die anderen an der Leine sind, dass sie da auch gar nicht so eine Angst haben muss, weil die dann nicht können. Nicht Ja. auf sie zugesprungen kommen können. Ja, und dann sucht man sich vielleicht einfach eine Stelle, an der es breiter ist, ne, an der man auf jeden Fall vorbei kann, da macht man halt 1 Meter mehr Ist Abstand beim und dann ist Trail gut, nicht ne? immer so einfach, also Ja, gerade wenn genau. es bergige Trails sind, ja. Aber das klappt auch gut, wenn man sich irgendwo hinstellt an die Seite. Es ist halt wirklich, wird nur zum Problem, wenn die anderen Hunde nicht an der Leine sind und die Herrchen, Frauchen, wie auch immer, nicht reagieren und der Hund plötzlich auf uns zukommt, weil er gerne zum Muggi möchte. Und das Ja. haben wir wirklich häufig. Also, dass die stehen da, die unterhalten sich oder die gucken auf ihr Telefon und ich bleib dann wirklich stehen und sag, rufen Sie mal bitte Ihren Hund zurück, weil ich weiß, dass ich sonst nicht vorbeikomme, ohne dass Mugi halt Panik kriegt, weil der Hund dann auf uns zugestürmt kommt, ja. Ja, es ist leider, ich würde auch sagen, so 90%, 80% aller Hundehalter da draußen achtet da leider, glaube ich, gar nicht drauf. Jetzt kriege ich das nicht mehr ganz so mit, wo ich selber nicht mehr mit Hund laufe, aber als ich damals noch mit Hund gelaufen bin, wie viele Hunde da ständig vor uns standen, und keine Herrchen, keine Frauchen in der Nähe und dann aber auch null Verständnis bei den anderen. Ja, das hatten wir neulich auch. Da laufe ich mit ihr vorbei und sag, rufen Sie mal bitte Ihren Hund zurück. Meiner hat Angst. Und dann sagt er mir, ja, nur weil die an der Leine ist. Ich so, hä? Das ist ja nur so, weil die an der Leine ist, hat er mir dann als Antwort. Und hat seinen Hund aber nicht zurückgehalten. Also der ist dann schön hinter uns hergerannt. Ohne Worte. Klar, kann man hier, es gibt auch viele positive Beispiele. Also ich kenne wirklich, wir haben ja wirklich viele Hunde hier in der Gegend, einfach weil wir so direkt am Rand von Berlin wohnen und hier viele Auslaufmöglichkeiten sind. Und viele, die sehen, dass wir kommen, nehmen auch ihre, also viele mittlerweile kennen auch Mugi und wissen, dass Mugi nicht so unbedingt auf Hundekontakt steht und rufen dann ihre Hunde wirklich schon ran und lassen uns vorbei. Das finde ich schon immer ganz vorbildlich, ja. Ja, es gibt auch die positiven Beispiele, natürlich. Die vergisst man nur leider immer. Ja, das stimmt. Und sie geht ja auch mal zum Hund und spielt und so, aber gerade wenn wir joggen, weiß sie, jetzt hat sie keine Zeit und dann stresst es sie halt, genau, wenn die Hunde mit ihr auf sie zugerannt kommen und so, weil sie ja weiß, dass sie bei mir bleiben soll und mit mir laufen soll. Ja, dann ist Arbeit angesagt. Training, genau. Ja, wo trainierst du denn jetzt auf deine Höhenmeter, auch wenn die Harzquerung nicht so viel hat, aber du erzählst immer, Berlin ist Topf eben. Da Ja, gibt es nicht so viel. genau, also ja, mehr als ich glaube, Grunewald sind es, glaube ich, 80 Höhenmeter am Stück. Das meiste, was man hier zusammenkriegt an einem Aufstieg. Der aber auch ziemlich steil, ich glaube auf 500 Metern oder so. Das mache ich dann meistens, wenn ich Alpin was vor mir habe, dass ich da auch mal ein bisschen trainiere. Ansonsten haben wir halt den Havel-Höhenweg für uns entdeckt. Der geht da am Strand Bad Wannsee los, da kann man auch super parken.
Das ist ein Wanderweg, da hat man dann, bis der aufhört, ungefähr 10 Kilometer. Das heißt, man kann super 20 Kilometer Strecke machen, einmal 10 Kilometer hin und wieder zurück und hat dann gut 400 Höhenmeter auf die 20 Kilometer. Also das ist so ungefähr vom Ja. Profil her, wie auch die Harzquerung dann hat. Zwar wahrscheinlich deutlich kleinere Wellen, aber man hat einfach die Belastung mit hoch und runter. Das ist sehr praktisch. Wie gesagt, es gibt einige Wasserstellen unterwegs, wo der Hund auch mal ins Wasser springen kann. Kann man super trainieren. Ist nicht ganz so überlaufen. Dann gerne auch mal in den Mögelbergen. Das ist die andere Richtung. Glaube ich, von uns aus ein bisschen weiter, aber in der Gegend sind wir halt manchmal, weil da auch meine Schwiegermama wohnt und der Papa von meinen Kindern wohnt und so weiter. Das verbinden wir dann manchmal, gerade jetzt, wenn es wieder länger hell ist, dass wenn ich sonntags zum Beispiel die Kinder abhole, dann vorher noch da, dann Training mache. Da kriegt man ein bisschen mehr Höhenmeter zusammen, wenn man möchte. Kann aber auch ein bisschen flacher laufen. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Runden man da läuft. Da hat man ein paar Anstiege. Kann da sehr steil trainieren, aber auch flach. Also flache Anstiege, die laufbar sind. Also beides so. Das finde ich immer ganz gut, weil man dann eine Mischung so aus diesem kriegt, so steil hochgehen und dann auch mal wieder ein bisschen flacher dann laufen und so weiter, sodass man wirklich mal alles belastet und auch viel bergunter. Ich glaube, meine Standardrunde, die ich da habe, das sind 7 Kilometer mit auch so um die 200 Höhenmeter. Ja, und die laufe ich dann Ja. zweimal, dreimal, viermal, je nachdem, wie viel dann. Genau. Ja, das sind die beiden größeren Sachen. Dann Grunewald natürlich dazu. Grunewald ist aber immer relativ voll. Auch viele Mountainbiker und so, gerade wenn das Wetter schön ist nachher. Deswegen gehe ich da eigentlich nur hin, wenn ich richtig den Rodelberg da, den Anstieg zum Funkerberg trainieren möchte. Und Bergintervalle nicht. Ja, quasi. genau. Und hier ansonsten mache ich jetzt für Mittelgebirge Bergintervalle direkt beim Hausberg, so nenne ich den immer. Das ist so eine begrünte alte Müllkippe, wo mittlerweile viele Solarpanels drauf sind. Und der so begrünt wurde und auch begehbar gemacht wurde für dass man da spazieren gehen kann und auch trainieren kann. Genau, und das sind, frag mich mal, ich glaube 35 Höhenmeter oder so am Stück auf 400 Meter oder so, also so um die 10% Steigung. Und da trainiere ich gerade, den durchgehend durchzulaufen. Also das ist tatsächlich für mich, dieses Berg anzulaufen mit 10% Steigung schon eine Sache, die für mich echt anstrengend ist. Das ist für viele einfacher, das weiß ich. Für andere andersrum, die laufen lieber. Also ich bin ein super Bergabläufer, wo andere dann wieder sagen, müssen sie langsam machen wegen Gelenken und so. Da habe ich gar keine Probleme und dafür quäle ich mich bergauf immer. Das ist immer so, wie ich sage, ich muss den Berg hoch, damit ich ihn runterlaufen kann. Ja, das Runterlaufen ist das, was eigentlich Spaß macht. Das stimmt, ja. Runter macht Genau, Spaß, aber auf jeden trainieren muss Fall. ich das Hochlaufen. Ja, aber das Genau, ist doch eine also ja, überschaubare so. Strecke, ne? Wenn du da 400 Meter Ja. hast, das ist doch, kann man sich doch Also ganz da gut kann ich in einteilen. 40 Minuten jetzt, das haben wir jetzt letzte Woche gemacht, da bin ich 6-mal hochgelaufen. Beim letzten Mal habe ich sogar geschafft, durchzulaufen. Das hatte ich mir dann vorgenommen, jetzt einmal ohne zwischendurch zu gehen. 6-mal hochlaufen und dann wieder zurück. Und dann, das ist dann immer ein kurzes Training, aber dann auch wirklich immer im roten Pulsbereich bei berghoch, einfach damit der Körper sich dran gewöhnt an die Belastung. Bei den längeren Läufen, wenn ich zum Beispiel Havel-Höhenweg bin, da gehe ich das deutlich ruhiger an. Also da presche ich, jage ich mich da nicht die Anstiege hoch. Verständlich, ja. Da muss es ja für hinten raus auch noch reichen, ne? Klar. Das ist klar. Hast du Mogi da immer dabei, wenn du das machst, dass sie das auch Ja. schon kennenlernt? Ja. Genau, also bei den, jetzt sowieso bei den Intervall am Berg habe ich es jetzt immer bei gehabt, aber da ist sie dann halt ohne Leine unterwegs. Da nehme ich sie nicht an die Leine. An die Leine kommt sie halt wirklich nur bei dem langen Training dann am Wochenende, wo wir dann länger unterwegs sind. Was sagt sie Und unter der dazu? Woche mache ich immer noch einen flachen, der auch ein bisschen längerer ist.
Da muss ich mal gucken, jetzt, wenn ich wieder arbeite, Montag, ob ich den dann noch unterkriege in der Woche oder ob ich dann wieder halt regelmäßig zur Arbeit und zurücklaufe. Und dann wäre sie natürlich nicht dabei. Was sagt sie denn dazu, wenn du ständig denselben Berg hoch und runter läufst? Kommt sie damit klar? Oder ist sie dann irgendwann gelangweilt? Schon. Ja. Ich glaube, sie war beim letzten Mal schon, sie fing dann an, irgendwelche Taschentücher aufzuheben, die da rechts und links im okay. Gras lagen. Da wahrscheinlich Leute, die als Schnee lag und so, die oben waren, ihr Zeug dahin geschmissen haben. Beim ersten Mal hat sie lustigerweise auf halber Strecke hat schon irgendein Hund angefangen, Loch zu buddeln. Da hat sie dann weiter gebuddelt, immer wenn wir da vorbeigelaufen sind. Da war sie am Ende ganz schwarz im Gesicht, das war sehr lustig. Und dann hat sie sich immer die Stelle und da gebuddelt und letztes Mal war es halt irgendwie anscheinend die Taschentücher, die da so rumliegen. Und beim vierten Mal fand ich auch lustig, nachdem wir das vierte Mal unten waren, da war das ist immer so ein Graben, da war Wasser drin, dann hat sie sich tatsächlich ins Wasser gelegt und erstmal, also es scheint für sie auch anstrengend zu sein, da hoch und runter zu laufen, ja. Auch noch eine andere Belastung wie geradeaus. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, nee, aber sie kommt immer mit hoch, also sie ist nicht so, dass sie irgendwo auf die Hälfte stehen bleibt und sagt, ich warte jetzt hier. Sie kommt immer mit hoch und wieder mit runter. Sehr gut, sehr gut. Ja, bringt ja auch nichts, wenn es dem Hund dann langweilig wird, ne? Also so übermäßig langweilig, ja, darf sich natürlich, klar, Training kann auch immer ein bisschen anstrengend sein in dem Moment, dass man sich konzentrieren muss auf seine Aufgabe, ja, aber das ist ja dann auch nicht langweilig werden, ne? Logischerweise, weil da ist der Hund ja auch beschäftigt. Ja, ich glaube, sie rennt dann auch mal ein bisschen weiter und rennt dann in ihrem Tempo und sie sucht sich dann schon die Sachen, die sie spannender findet. Da sind ja auch viele andere Hunde unterwegs. Die letzten beiden Male war das Wetter mal so schlecht, dass so gut wie keiner da war. Das war immer ganz praktisch, aber jetzt, wenn es wieder besser wird, dann werde ich sie vielleicht auch mal zwischendurch an die Leine nehmen oder so. Müssen wir mal gucken. Ja. Ja, aber das ist gerade das Praktischste, genau, für die. Wenn ich wieder zur Arbeit laufen kann, dann kann ich hier auch immer durch den Park laufen. Da darf man leider nicht mit Hund und auch nicht mit Fahrrad rein. Aber zu Fuß, da habe ich eine Jahreskarte und da gibt es auch die eine oder andere einen kleinen Berg, wo man vielleicht noch zwei, dreimal zwischendurch hochlaufen kann, einfach um so ein bisschen halt das in die Muskeln reinzukriegen, genau. Wie weit hast du dann zur Arbeit? Was ist das für eine Strecke? Also die kürzeste Strecke sind 5,7 Kilometer. Also das kann man super hinlaufen. Wenn man dann Feierabend ist, kann man ja auch im Park noch eine extra Runde drehen und die Strecke ein bisschen länger machen. Also das lässt sich ganz gut einbauen. Und ansonsten halt mit Fahrrad, genau. Ja, ich wollte es gerade eben sagen, du hast dir doch extra ein Fahrrad gekauft, um zur Arbeit zu fahren. Genau, das werde ich dann auch nutzen. Also Montag ist der erste Arbeitstag, da werde ich wahrscheinlich mit Auto fahren, aber dann ab Dienstag wollte ich dann eigentlich mit Fahrrad fahren, wenn es das Wetter zulässt. Also wenn es jetzt in Strömen regnet, bin ich wahrscheinlich auch zu bequem, aber sobald es Wetter zulässt, nehme ich jetzt das Fahrrad, weil wie gesagt, das sind gerade morgens im Berufsverkehr brauchst du, glaube ich, mit Fahrrad genauso lange wie mit dem Auto. Das sind irgendwie 19 Minuten mit dem Fahrrad, also das ist nicht das Pendeln, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber deutlich bequemer, wenn der Arbeitsweg kurz ist, ja. Ja, das stimmt. Ich bin letztes Jahr durch dieses ganze Homeoffice nicht einmal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das hatte ich das Jahr davor, also vor dieser komischen Pandemie hatte ich das wieder angefangen, regelmäßig mit dem Fahrrad zu fahren. Es sind auch nur 10 Kilometer, also nicht wirklich viel, ne? Aber da ich letztes Jahr kaum in der Firma war, oder wenn dann so ungeschickt, dass ich irgendwie nicht mit dem Fahrrad fahren wollte, weil durch dieses Homeoffice muss ich ja dann immer auch das Notebook dabei haben, ne? Weil du wechselst ja deinen Arbeitsplatz ständig. Das fand ich ein bisschen unbequem. Ich mag das nicht so, wenn ich so ein Notebook ist jetzt nicht schwer, aber das ist technisches Gerät, Elektrokram, das muss ich nicht unbedingt auf dem Rennrad schleppen, ne? Dann hast du einen blöden Rucksack auf und das sind alles nur Ausreden, logisch. Ich bin auch schon mit meinem Arbeitslaptop zur Arbeit gelaufen. Alles nur Ausreden, aber naja, gut. Ja, also ich werde definitiv auch Homeoffice haben nach der Einarbeitung und ich denke, dann lässt sich das auch wieder besser takten, auch unter der Woche ordentlich mit Mugi zu trainieren, genau. Ja.
Ja, also sie, was vielleicht, also Leine, wir haben also sie hatten Laufgeschirr ja an, richtig. Neulich hatte mich eine gefragt, wir waren im Laden und haben uns einen Maulkorb machen lassen, also Maß anfertigen lassen. Den können wir Anfang März abholen. Den brauchen wir auch für die Laufveranstaltung, für Start-Ziel-Bereich. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei der Harzquerung bräuchte ich ihn auf jeden Fall. Und da das mit diesen Standardmodellen, es kommt ja mal drauf auf den Hund drauf an, wenn du eine Rasse hast, die sehr häufig ist, dann passen auch oft die Standardmodelle, wenn du eine Rasse hast, die irgendwo dazwischen liegt. Also die haben keine lange und auch keine kurze Schnauze, die Lagottos. Dann wird es halt schon schwieriger. Und gerade wenn sie den auch längere Zeit mal aufhaben soll, also sie braucht den nicht beim Lauf tragen. Aber wir haben es ja oft, wenn ich sie freilaufen lasse, dass sie einfach irgendwelche Sachen frisst und so. Und als wir jetzt das Training gemacht haben, das Köder-Training, wurde uns auch empfohlen, erstmal mit dem Maulkorb zu machen, damit auch die Sachen, damit sie halt gar nicht die Chance hat, irgendwas aufzunehmen. Genau. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen und haben aber wirklich lassen jetzt einen anfertigen. Die wurde richtig ausgemessen im Laden, dann mit allem drum und dran und Dass der auch bequem ist, ne? Dass der auch ordentlich Probe, sitzt genau. und sie nicht unnötig behindert, ne? Wissen ja auch viele nicht, Maulkorb soll ja nicht das Maul versperren, sondern soll ja einfach im Prinzip nur ein Käfig drumherum sein. Der Hund muss ja trotzdem atmen können, der muss trotzdem das Maul aufbekommen, ordentlich zum Hecheln. Was Ne? trinken, genau, dass er zwischendurch was trinken kann. Genau, und sie ist ja jetzt ausgewachsen, also den kaufst du ja dann auch fürs Leben. Also, außer du verlierst den irgendwo oder so, aber ansonsten hält der ja dann auch ein paar Jahre. Es ist ja nicht so, dass du das jedes Jahr neu machst. Genau. Und da müssen wir dann natürlich auch noch ein bisschen trainieren, dann, dass sie den aufbehält und dass es für sie okay ist, wenn sie den dran hat und so. Das kommt noch mit dazu. Und die hatte mich tatsächlich angesprochen auf das Geschirr und hatte halt gefragt, was das ist, ob das halt speziell für Schlittenhunde ist und so. Meinte ich, nee, das ist tatsächlich wirklich einfach, also kann auch für Schlittenhunde benutzt werden, aber es ist ein Allrounder-Geschirr, auch für Fahrrad, für Laufen, für alles. Also das hat genau die Flexibilität, dass man es auch benutzen kann, wenn man, sie ist ja auch schon ein paar Mal am Fahrrad mitgelaufen jetzt. Wenn man Fahrrad fährt und genauso auch beim Joggen und auch für Schlitten, dass das hinten halt so die Leine so ein bisschen hoch geht und dann haben wir so eine Flexleine, also die auch so noch flexibel nachgibt. Genau, da sind wir ja irgendwann mal, da gibt es ja extra so einen Sportausrüster, wo wir gelandet sind. Ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Wir hatten den schon mal als mir fällt es gerade nicht ein. In Nonstop der Dog einen wäre. Reihenfolge, genau, Nonstop Dogwear. Genau, und die haben speziell ja wirklich alles, was Hundesport betrifft. Und da auch also wir sind super zufrieden mit dem Laufgeschirr und auch die Leine ist richtig toll. Hat die richtige Länge und so weiter. Nur den Gürtel, also ich habe noch den professionellen Gürtel da fürs Laufen, für richtig fürs Zuglaufen. Aber der ist mir zu mächtig jetzt für mich fürs Joggen. Das wäre vielleicht was fürs Wandern, für die Berge und so. Da habe ich einfach so einen dünnen Gürtel um, den man auch hin und her schieben kann und so, nicht so einen festen. Das ist für mich deutlich einfacher. Im Prinzip, dass du nur die Leine nicht festhalten musst, ne? Ist das ja dann eigentlich, oder? Genau. Ja. Genau, sie ist da nur an meiner Hüfte dran und kann so auch mal die Seiten wechseln nach rechts und links. Diese richtige Sportgürtel fürs Laufen. Die haben halt wirklich nur vorne dran und da geht es ja wirklich darum, dass die Hunde dann ziehen sollen. Also und auch die bequem, gerade wenn du in den Bergen bist, glaube ich, ist der super, weil du halt auch mit deinem Rücken und so besser abfedern kannst mit diesem breiten Gürtel, wenn sie mal irgendwo hochspringt oder gerade runterspringt und du dann den Zug raufkriegst. Genau, über längere Strecken Und entlastet ist es, auch gut denke für ich. den Hund, ne? Klar, weil der spürt den Ruck ja auch, wenn er den Menschen da quasi in den Menschen reinspringt, in die Leine, ne? Das merkt der Hund ja Ja, auch. das hast du genau bei den flexiblen Leinen, dass das ein bisschen abgedämpft ist, genau. Aber ich glaube, bei dem Gürtel ist das, ob sie da nur an dem Breiten dran ist, der rückenschonend ist oder an dem dünnen, das ist, glaube ich, egal. Genau, und da sie ja eh nicht viel zieht, habe ich den dann, den hatte ich mir damals gekauft, aber benutze ich ihn eigentlich fast nie. Ich hatte Bonnie ganz am Anfang mal am Rucksack fest. Mein erster Laufrucksack hatte so eine Art Bauchgurt, da habe ich den mit festgemacht. Funktioniert natürlich nicht, wenn der Hund zieht.
und den Verschluss damit aufreißt, aber das kann ja auch noch so eine Variante sein, wenn du kein Gürtel mitnehmen möchtest. Tatsächlich ist mir auch einmal, da hatte ich so einen anderen Gürtel noch dran, das hatten wir mal ersatzweise, weil wir zwei haben wollten, noch einen für den großen Hund, und der ist kaputt gegangen beim Laufen. Und da musste ich haben dann auch am Rucksack festgemacht, genau. Einfach am Laufrucksack dann die Leine mit dran gehangen, und das ging auch für. Ja, wenn sie eh nicht zieht, ne, dann ist auch nicht die Gefahr, dass sie irgendwie den Rucksack zerreißt, wenn sie da mal in die Leine springt. Und ich sag mal, bei 10 Kilo Hund ist jetzt auch der Einschlag nicht so groß. Ja, stimmt. Ja. Genau, also wir müssen jetzt definitiv die nächsten Wochen die Strecken noch ein bisschen ausbauen. Also ich denke, so mehr als 70, 80 Wochenkilometer werde ich aber auch nicht machen jetzt in Vorbereitung. Also das reicht vollkommen für die Belastungswochen, die dann kurz vorher sind. Wir bauen jetzt, wie gesagt, gerade auf, jetzt so 50, 60, noch die nächsten 3, 4 Wochen und dann nochmal 70, 80. Da weiß ich aber nicht, ob sie jetzt bei allen mitkommt. Das muss sie natürlich nicht. Also sie musste nicht den Trainingsumfang haben wie ich. Nee. Aber bei den langen Läufen, da kommt sie dann definitiv mit am Wochenende, genau. Die da ein bisschen entspannter sind und dass sie dann an der Leine bei mir ist und mit mir läuft in Vorbereitung, genau. Na, das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Dann habt ihr jetzt noch knapp 2 Monate, haben wir gesagt. 2 Monate und 2 Wochen. 2,5 Monate. Tapering, genau. Habe ich jetzt rausgerechnet, ja. 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 Ja, auch im Tapering auf so einem 50-Kilometer-Lauf läufst du ja dann mal noch das Wochenende davor 20 Kilometer. Ganz entspannt, also. Da machst du das nicht mehr, dass du 2 Tage hintereinander läufst, einen langen und einen nicht ganz so langen. Das kommt ja immer noch, dass du dann halt am Wochenende, also ich mache das immer so, dass für mich ist es deutlich besser, nicht ganz so lange Strecken zu laufen, und dafür dann 2 Tage hintereinander kann ich besser regenerieren. Und das reicht, dass ich gut durch den Ultra komme. Dass ich dann den einen Tag meinetwegen 30 Kilometer laufe und am anderen nochmal 15 oder 20, und dann, also bei 50 Kilometer reicht am zweiten Tag nochmal 15 Kilometer. Genau, dass der Körper einfach die Belastung hat, ja. Genau. Ja, wo du gerade von deinen Wochenkilometern sprichst, ich bereite mich ja auch gerade auf einen 50-Kilometer-Lauf vor, der am 27.02. stattfinden wird. Ja, gar nicht mehr so lange. Gar nicht mehr so lange, ist hier um Koblenz, Schengelland Ultramarathon, kann man nicht kennen, ist die erste Veranstaltung. Das ist auch nur so ein Einladungslauf, und der ist jetzt dann Ende Februar. Und ich gucke gerade so, was ich dann an Kilometern habe. Diese Woche sind es 49. Ich habe jetzt gleich noch 90 Minuten Training, Tempotraining. Dann werden es auch so 50, 60, 65 Kilometer wahrscheinlich werden diese Woche. Dann steht morgen, glaube ich, nochmal eine halbe Stunde Regeneration an. Ja, dann sind wir auch so knapp bei 70 wahrscheinlich, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, also auch im Marathontraining mache ich ja nicht mehr als 70, maximal 80 Kilometer in der Woche. Also damals, als ich noch ordentlich Marathontraining gemacht habe. Und jetzt guckt man immer so Pi mal Daumen. Man sagt immer ja ungefähr die Streckenlänge, die man dann auch im Wettkampf hat, sollte man regelmäßig pro Woche haben, um den zu schaffen. Fürs Mentale und so ist natürlich immer besser, wenn man halt, wie gesagt, sowas mal macht. 30 Kilometer am nächsten Tag nochmal 15 oder dann unter der Woche auch 2, 3 Einheiten. Einfach, dass der Körper die Belastung. Das wäre auch so mein Gefühl gewesen für das Training. Aber meine Enduko-App lässt mich sowas nicht trainieren. Ich bin mal gespannt. Okay. Ich bin auch gespannt. Also gerade, wenn man dann natürlich irgendein Zeitziel hat und so, wird es ja nochmal das Training anders. Das habe ich ja momentan noch nicht wieder. Also da bin ich ja momentan komplett raus, dass ich sage, ich muss irgendwelche Intervalltraining oder Tempoläufe machen. Ich mache das momentan nur komplett aus dem Bauch heraus. Gestern waren wir, glaube ich, 16,5 Kilometer draußen, nur flach. Und da bin ich, glaube ich, bis Kilometer 11 bin ich langsam gelaufen, so schön im grünen Bereich, im grünen Pulsbereich. Und dann habe ich von Audiobook auf Musik umgestellt. Ja, und dann bin ich die letzten 5 Kilometer halt flott gelaufen. Ja. Das ist dann halt einfach so, weil ich gesagt habe, oh, jetzt hast du Bock noch 5 Kilometer mal ein bisschen Tempo zu machen, einfach weil es sich gerade gut anfühlt, und dann mache ich das halt. Also ich habe momentan da auch kein Bedürfnis nach, strukturierter zu trainieren. Wenn man sich wieder irgendwelche Zeitziele mal vornimmt,
ist das durchaus angedacht, aber für so Trails habe ich das noch nie gemacht. Das war immer so. Ja, ich meine, 50 Kilometer ist jetzt, ja, das ist viel und das ist mehr als Marathon, aber das ist jetzt für dich keine ungewöhnliche oder keine ungewohnte, unbekannte Distanz, ne? Du weißt, ich glaube, was für du einen Marathon musst. Würde ich sogar eher disziplinierter trainieren, weil man sich da eben ja. Zeitziele vornimmt und weiß, ja. Wie bei Trail ist das immer so, So wie gesagt, da muss ich halt ein bisschen üben, dass ich den Berg besser hochkomme, aber ansonsten muss ich halt insgesamt darauf achten, dass ich mich nicht überlaste im Training. Das ist ja, ja. Bei mir mal ein Problem, dass die, das ist ja mittlerweile bei der Garmin ganz gut, dass die wirklich gut erkennen, gerade wenn ich auch mit Pulsgurt laufe und so, wie mein Trainingszustand ist. Und dann mache ich einmal in der Woche den Pulsgurt ran und lass mal gucken. Und wenn alles auf den aufsteigenden, also aufsteigen zeigt oder waagerecht, ist alles okay. Wenn es dann wieder mal feil runtergeht, dann bei 2, 3 Trainings mal 1, kann immer sein. Aber wenn es halt 2, 3 Trainings hintereinander ist, dann merke ich, okay, ist jetzt gerade, musste ich mal ausruhen. Und da muss ich halt mal eine Woche kürzer treten. Also da achte ich schon sehr drauf, aber mehr auch nicht. Also das ist so, das ist die, dass ich dann einigermaßen fit bin, einfach zum Laufen und dann gucken, was geht. Ja. Genau. Ja, das ist ja, wie du schon sagst, wenn du auf den Trails draußen bist, dann hast du ja auch, finde ich, immer mehr davon, wenn du mal eine Stunde länger unterwegs bist, weil du einfach draußen bist, einen schönen Tag hast, ne? Wie wenn du jetzt auf so eine halbe Stunde, Stunde, ja, wenn du die halbwegs angenehm laufen kannst, dann kommt es auch nicht drauf an, ne? Wenn du dich natürlich quälen musst die letzte Stunde, dann ist es blöd. Ja, bei mir ist auch wirklich ja dieses Spaß am Laufen. Ja. Also ich bin ja weg von diesem Zeitlaufen. 2015, glaube ich, war das. Und seitdem kann ich immer so ungefähr einschätzen, wie lange ich gebrauchen könnte für eine Strecke. Das kann ich immer ganz gut aus meinen Trainingsdaten heraus. Aber ich nehme mir eigentlich nie irgendwie was vor. Aber ich wüsste, wenn ich wieder ordentlich trainieren würde, mal mit Intervalltraining regelmäßig und Plan und so, dass ich auch wieder schneller sein könnte. Aber ich habe halt gerade das Bedürfnis nicht danach. Ja, muss man auch nicht, ne? Ich meine, erstens, zweitens hast du jetzt ja angefangen oder möchtest ja mit Muggi jetzt dieses Jahr viel unternehmen. Und vor allen Dingen will wieder in die Berge und halt wirklich so eine, einfach so ein Mini-Abenteuer, nochmal Mikro-Abenteuer erleben, so einen Tag draußen sein, schöne Aussichten haben. Jetzt, wenn das Wetter jetzt warm wird, die Sonne scheint und einfach halt so den Tag in Bewegung draußen genießen, das ist ja für mich das Entscheidende. Kann ich nachvollziehen. Ja. Kleine Mikroabenteuer hast du dir noch geplant dieses Jahr. Ja. Die Harzquerung am 30.04., da haben wir gerade drüber gesprochen, wie du das angehen möchtest. Locker, entspannt. Ja, also wie gesagt, mal gucken, was dann geht. Genau. Ja, genau. Und dann vielleicht noch die letzten 5 Kilometer schnell, wenn es gut läuft, ne? Wie im Training. Und ansonsten einfach draußen sein. Du hast aber noch 2 andere Veranstaltungen mit Hund dir rausgesucht, ne? Auf jeden Fall. Du willst starten bei Mountain Man, die Mountain Man Serie. Die haben, glaube ich, 3 oder 4 Rennen, ne? Dieses Jahr, meine ich. Die haben, glaube ich, mehr übers Jahr. Also jetzt schon im Frühjahr, auch im März haben sie schon was. Noch der Winterserie. 4 Stück, genau. Jetzt haben sie Reit im Winkel am 22. März. Wintertrail im Frühling. Da ist ja Frühling. Dann ist im Mai, glaube ich, irgendwas. Im Mai in Nesselwang auch 22. Mhm. Ah, die haben es am 22. Das ist 22, gell? Ist wahrscheinlich das Jahr. Verdammte Axt. Hab ich falsch aufgeschrieben. Und dann nochmal Reit im Winkel im Juni. Und da wolltest du hin? Da starten wir definitiv, genau. Da bin ich angemeldet. Wir mussten ein bisschen, eigentlich wollten, also wir laufen 2 Tage, Samstag und Sonntag. Meine Schwester, die hat ja letztes Jahr im April ihr 2. Kind bekommen und die trainiert jetzt auch wieder. Und das ist die erste Veranstaltung seit langem, die wir endlich wieder zusammenlaufen. Sehr schön. Wir freuen uns beide schon total. Und wir wollten eigentlich den Samstag zu dritt, also mein Mann wollte auch noch mitkommen, die 38 Kilometer Strecke zusammen mit Mugi laufen und hatten jetzt aber bei der Anmeldung festgestellt, dass die Hundeplätze alle weg sind. Also es gab nur noch ohne Hund Anmeldung. Und da haben wir dann erstmal überlegt, was wir machen und sind jetzt quasi umdisponiert auf Sonntag, weil da waren noch Hundeplätze für die M-Distanz. Also wir laufen Samstag L 38 Kilometer und Sonntag M, das sind, glaube ich, 25 Kilometer. Reit im Winkel ist zum Glück, sind nicht so viele Höhenmeter. Es geht auch nicht so extrem hoch. Ich glaube, das Höchste sind irgendwie 1500 Höhenmeter oder so. Also der höchste Punkt. Daher ist das ganz gut,
machbar, so von da auch 2 Tage zu laufen und nicht ganz so, sind auch auf die Streckendistanz insgesamt nicht ganz so viele Höhenmeter wie bei den anderen, also alpinen Trails. Und genau, wir laufen jetzt Sonntag, haben wir uns jetzt angemeldet für zu dritt mit Hund für die M-Distanz. Und für Samstag habe ich mich auf die Warteliste setzen lassen, also Muggi. Mhm. Und die laufe ich definitiv, aber es kann halt sein, dass Muggi nicht mitkommen kann, genau. Wenn nicht noch Platz wird für einen Hund. Aber ich glaube, ein Tag von beiden reicht auch für sie. Also das wäre jetzt ja, nicht das. Ja, ich glaube auch. Spannend. Samstag 38 Kilometer, 1500 Höhenmeter und am Sonntag genau knapp 1000, also 950. Ja. Genau. Ja, das ist dann auch nochmal ein bisschen Vorbereitung. Mhm. Ich habe ja Etappenläufe schon ein paar Mal gemacht, genau. Also ich komme da ja relativ gut mit klar. Ich mache das ja auch auf dem Training, genau 2 Strecken, 2 Tage ineinander zu laufen. Da muss man halt gucken, dass man sich Samstag nicht völlig abschießt. Ja. Damit man dann Sonntag noch gut am Start steht. Aber das kenne ich schon. Deswegen weiß ich auch, dass das gehen wird. Aber die XL-Strecke hätte ich mir jetzt für Samstag nicht zugetraut, um dann und Sonntag dann nochmal zu laufen. 53 Kilometer und 2200 Höhenmeter steht hier, ja. Genau, gerade weil wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, da ist ja noch also Ende Juni, da noch nicht viel Alpin gemacht haben werden in dem Jahr. Also wir sind ja meistens so, dass wir im Sommer dann ein paar Tage mal oder mal Urlaub machen in den Alpen und dann kann man da ja so ein bisschen trainingslagermäßig das gleich mit verknüpfen. So auch dieses Jahr, dass wir im Sommer, werden wir definitiv noch eine Woche auf jeden Fall in die Berge fahren, wahrscheinlich ohne die Kinder, mal gucken. Und dann ein bisschen Training machen, damit ich dann fit bin fürs Großartal, weil da stehe ich jetzt mit Mugi auch auf der Warteliste. Also ich bin angemeldet, Hundeplätze gab es nicht mehr, aber sie haben uns auf die Warteliste gesetzt und da mein Mann da definitiv aber nicht mitlaufen wird, weil das zu weit ist für ihn. Mhm. Also was heißt zu weit? Er könnte das wahrscheinlich, aber er mag ja nicht so gerne mitkommen bei so extrem langen Strecken. Das ist die 50 Kilometer, ne? XL Ultra Trail. 50 Kilometer, genau, die XL. Und da geht's aber auch richtig ins Hochalpine rein. Also da geht's auf über 2000 Höhenmeter hoch. Und da sind auch ordentlich Höhenmeter in dem Lauf. Ja, 2,5, ja. Genau, ja. Ja, klingt sehr gut. Klingt sehr gut. Wobei ich sagen würde, ne, der ist ja uns, mit uns ja auch schon Marathon gelaufen. Die 8 Kilometer wird er dann auch noch schaffen. Ja, aber auch selbst das Marathon, das macht er mal so als Herausforderung, aber das ist nicht das, wo er sagt, das macht ihm jetzt langfristig Spaß, so lange Strecken zu laufen. Ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also wir laufen gerne im Training mal so 20 Kilometer, 25 Kilometer zusammen. Das macht er immer alles gern mit, aber alles, was halt über das so jetzt, hätte ich gerne Pause und ein alkoholfreies Bier hinausgeht. genau. So hast du wenigstens jemand, der im Ziel auf dich wartet und genau, ist doch auch schön. Genau, und Großartal haben wir auch gleich so geplant, genau, dass wir da übernachten und dann fahren wir, glaube ich, nach München und würden noch in München am Sonntag aufs Festival gehen. Ja, da haben wir schon gleich so ein bisschen drumrum. Ach, das ist das gleiche Wochenende, ach so, okay, dann würde noch die eine Tochter mitkommen, weil da jemand auftritt, den wir alle gut finden und wo wir gesagt haben, können wir da noch hingehen und uns den anschauen und ja. Sehr schön, wenn man Laufsport mit Familie gut kombinieren kann und das sich einfach so, ja, das passt doch ganz gut. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, genau. Ja. Auch als ich damals den Ultra Sky Race in Südtirol mitgemacht habe, haben wir auch den Familienurlaub drumherum gelegt quasi und da in der Gegend Urlaub gemacht, die 2 Wochen und dann genau. Haben sie supported. Ja, das ist immer sehr schön, ja. Sehr gut. Ja, ich bin meistens alleine bei den Laufveranstaltungen. Ich konnte auch keinen begeistern, mich ständig zu begleiten. Ich schaue mal nach unten ins Wohnzimmer. Ja, aber beim Kobold habe ich das anders in Erinnerung. Das stimmt, ja, das ist wohl wahr. Da muss man sagen, da war es bis spät in die Nacht quasi, ich glaube bis 22 Uhr stand sie da irgendwo an dem Verpflegungspunkt. Ich glaube, das war so der letzte, an dem sie uns empfangen hat. 10 oder 11 Uhr, glaube ich. Mhm. Stimmt, man kann natürlich nicht verlangen, dass man mitten in der Nacht um 3 Uhr noch einen Support an irgendeinem Verpflegungspunkt hat.
Das ist wohl wahr, ja. Ja, also Ja. sowas muss man ja auch abklären. Fragen, möchtest du Ja. das gerne machen oder Ja. nicht? Und für mich ist auch immer in Ordnung, wenn gesagt wird, oh nee, eigentlich habe ich da jetzt keine Lust drauf. Oft ist auch so, dass wenn wir, oder war jetzt oft so, dass Olli dann eine kürzere Strecke gelaufen ist bei den Veranstaltungen, wo ich dann den Ultra gelaufen bin, dass er die 30 Kilometer oder so mitgelaufen und hat dann halt gewartet. Im Ziel hatte auch quasi Spaß und konnte sein Tempo laufen und Sehr gut. ja, es ist ja dann sowieso, also das kommt ja noch dazu, dass wir nicht das gleiche Tempo haben. Also wenn er im grünen Bereich ist, bin ich zwischen Orange und Rot. So vom Ja. also Ja, gerade wenn das. er wieder ein bisschen mehr trainiert, dann geht das immer relativ schnell, ja, dass er deutlich schneller laufen kann und dann das ist ja eh schwierig bei so Ja. langen Läufen. Das stimmt. Ja. Dann hast du ja noch ein bisschen was vor. Oder habt ihr ja noch ein bisschen was vor? Ja, das Dieses genau. Das Jahr. Gute ist ja jetzt so für so einen Halb-Mittelgebirgs-Ultra, kurzen Ultra kann man ja wirklich gut in Berlin trainieren. Da muss man nicht so viel. Aber wenn jetzt das Wetter schön ist, wollen wir bestimmt auch noch mal Ende März oder so mal ein bisschen mehr in die Berge fahren und uns ein schönes Wochenende machen, aber auch mit Laufen dann und so für uns. Aber es ist jetzt halt nicht Pflicht, was ich jetzt sagen würde, fürs Großartal muss ich definitiv vorher noch ein paar Mal in die Berge, damit ich da gut durchkomme, genau. Ja, das wird sonst zu anstrengend. Ja, es sind 2.500 Höhenmeter. Ja, und gerade du hast ja wirklich mal einen längeren Anstieg auch am Stück und das Ja. kannst du nur, da reicht ja, wenn man mal eine Woche Urlaub vorher macht und das zwei, dreimal gemacht hat, dann mal wieder so längere Anstiege und so und dann, also bei mir war das immer so, genau, dann hat das auch gereicht. Dann weiß der Körper schon wieder, was los ist und dann. Aber mit 40 Höhenmeter am Stück hier kommst du, wenn du auf so einen 1000 Höhenmeter Berg, kannst du dich nicht optimal vorbereiten. Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Da brauchst du ein Laufband mit Steigung, aber wer will schon auf Stimmt, Laufband das habe laufen? ich. Ja, siehst du, dann mach doch. Also aufs Laufband gehe ich immer nur, wenn es wirklich absolut nicht anders geht. Weil das ist so im Raum trainieren für. Das ist wie ins Fitnessstudio gehen. Ja, man macht es dann, weil es nicht anders geht, aber lieber gehe ich raus. Kann ich nachvollziehen. Ich habe ja meine Rolle hier irgendwo stehen und war dieses Jahr auch noch nicht einmal auf der Rolle Fahrrad fahren. Und ich glaube, wenn ich so aus dem Fenster gucke, wird das dieses Jahr auch nichts mehr, weil es wird jetzt hoffentlich bald Jetzt demnächst. wird wieder Frühling, ja. Ja, wird hoffentlich wieder Frühling. Man hört die Vögel schon zwitschern, die ersten Zugvögel kommen hier schon zurück. Hier Ja, unten bei uns. ich habe Silvester, habe ich die Zugvögel bei uns hier gesehen und seit Mitte Januar stehen die Schneeglöckchen bei uns unterm Briefkasten. Also so früh waren die noch nie da. Es ist einfach, ach so, und unseren Hund mussten wir heute ausbürsten, weil der hat Fellwechsel. Und es ist gerade mal Mitte Februar. Ich glaube, letztes Jahr hat er den erst im April gehabt oder so, da wurde es ja erst zu spät. So spät warm. Da war der relativ spät dran und jetzt habe ich gesagt, was ist denn los? Hier überall liegen die Hundehaare rum und dann vorhin einmal die Bürste mit rausgenommen und das ganze Fell kommt aus dem Hund raus. Ja, es wird immer früher. Das ist, glaube ich, die Sache mit dem Klimawandel, von dem keiner wahrhaben möchte. Ja, dann heißt es ja wieder genau, nächsten Winter ist dann halt wieder extrem kalt und so, aber ich glaube, der Klimawandel sagt ja einfach, das sind halt diese Extreme, die Ja. jetzt so, es gibt halt kaum noch gemäßigt. Also irgendwas dazwischen, sondern es ist immer entweder extrem warm oder extrem kalt oder die Unwetter werden viel intensiver. Genau, das ist ja das, was den Klimawandel, was die Nachteile sind einfach. Es kann ja auch sein, dass jetzt noch mal richtig kalt wird. Also das weiß man ja nicht. Und dann sind die Knospen alle draußen und dann geht alles wieder ein. Sollen sich beeilen, ich habe bald Geburtstag. Bis dahin soll gutes Wetter sein. Ja, na gut. So, Franzi, ich muss jetzt laufen gehen. Ja, Sascha, mach das. Ich habe jetzt 1,5 Stunden Tempotraining auf dem Plan. Juhu, wie ich mich freue. Ich freue mich aber tatsächlich, weil das gibt nämlich 4 mal 6 Minuten Tempodauerlauf, Intervalle, mit ein bisschen verpackt außenrum. Bin ich mal gespannt. Das macht mir Spaß, glaube ich, heute. Bei dem Na Wetter dann. sowieso, ja. Ja, das schon. Genau. Gut. Wir hören uns, glaube ich, noch einmal, hoffentlich vor eurer Harzquerung. Ne, das kriegen Ich wir denke nochmal hin. schon, ja. Und genau, dann gucken wir mal, wie ihr euch weiter vorbereitet habt. Und dir wünsche ich noch einen schönen Sonntag, wollte ich gerade sagen, aber es ist erst Samstag. Es ist erst Samstag, genau. Wir haben heute Samstag aufgenommen. Wir haben Samstag Weil aufgenommen. morgen haben wir nämlich wieder langen Lauf, genau. Da ist das dann immer ganz angenehm.
Je nachdem, Wetter soll ja morgen zum Glück auch noch schön sein, also hier in Berlin jedenfalls. Ja. Na gut, dann dir noch einen schönen Tag und bis dann. Ebenfalls. Ciao. Ciao. So. Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnerstalk.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.